Kapitel 13 Neid. Kurz nach ihrem Austausch mit dem Sklaven im Spiegel verließ die Königin endlich ihr Gemach, majestätisch und strahlend wie eh und je. Und es kam, wie Verona es prophezeit hatte. Die Menschen im ganzen Königreich hatten nur darauf gewartet, die Königin als ihre alleinige und unangefochtene Herrscherin anzuerkennen, und sie feierten es auf eine Art, die sämtliche Vorstellungen übertraf. Der Tag verging in einem Wirbelwind aus roten Rosenblättern, die zauberhaft durch die Luft schwebten und in der Königin Erinnerung an den Tag ihrer Hochzeit mit dem König wachriefen. Ein schmerzhaftes Stechen in der Brust begleitete diese glückliche Erinnerung. Schneechen stürzte auf die Königin zu, schlang die Arme um ihre Knie und vergrub das Gesicht in ihren Röcken. Verona stand daneben und lächelte. »Oh Mama, ich hab dich so vermisst«, rief das kleine Mädchen. Onkel Markus und Tante Vivienne wirkten ihnen aus dem Hintergrund zu, als die Königin Schneechen in die Arme schloss und die Menge im Jubel ausbrach. Der Tag war gefüllt mit Feierlichkeiten, Banketten und Heiterkeit. Und als die Nacht hereinbrach und die Königin sich in ihre Gemächer zurückzog, war sie von einer neuen Zuversicht erfüllt. Sie ging zu dem Spiegel in ihrem Zimmer und murmelte ihrem Spiegelbild zu: »Ich bin die Schönste von allen.« Sie fühlte sich wie neugeboren, nicht nur durch den starken Rückhalt im Königreich, sondern durch etwas gänzlich anderes. All die Jahre, die seit dem Tod ihres Vaters vergangen waren, hatte sie geglaubt, sich von seinem Geist befreit zu haben. Aber sie hatte sich getäuscht. Erst, als sein Gesicht ihr versichert hatte, wie schön sie sei, nämlich die schönste im ganzen Land, hatte sie gespürt, wie eine schwere Last von ihr abfiel. Sie hatte jetzt Macht über ihn, so wie er über viele Jahre hinweg Macht über sie gehabt hatte, und sie würde diese Macht nutzen. Immer öfter rief sie den Sklaven im Spiegel hervor, wie die Schwestern es ihr gezeigt hatten. Sie wiederholte die Beschwörung, und wenn er dann inmitten loderner Feuerzungen und Wolken purpurner Qualms erschien, sprach sie: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Der Sklave, stets der Wahrheit verpflichtet, bestätigte der Königin, dass sie die Schönste von allen war, und ihre Seele fand Frieden. Ihre Furcht, dass sie zu der verhärmten alten Hexe geworden war, als die ihr Vater sie einst bezeichnet hatte, schmolz dahin. Sämtliche Unsicherheit, die sie stets empfunden hatte, schwand. Selbst der unbändige Schmerz, den sie über den Verlust des Königs empfand, wurde gemildert, wenn sie sah und hörte, wie der Sklave im Spiegel die Seele, ja das Gesicht ihres Vaters, der ihr mit einst erniedrigenden, geringschätzenden Worten so übel mitgespielt hatte, zugeben musste, dass sie die Schönste im ganzen Land war. Bald bemerkte die Königin, dass sie an Tagen, an denen sie vergessen hatte, den Spiegel zu konsultieren, schlechtere Stimmung war, verbittert und unausgeglichen. Sie verlor schneller die Geduld und herrschte ihre Untergebenen grundlos an, sogar die Menschen, die ihr am nächsten standen, Verona und Schneechen. Sie hatte das Gefühl, keine Luft zu bekommen, als läge ein unsichtbares Gewicht auf ihrer Brust. Und sie wusste, dass die einzige Möglichkeit, diese Rastlosigkeit zu besänftigen, darin lag, ihrer Besessenheit nachzugeben und zu dem Spiegel zurückzukehren, zu dem Gesicht ihres Vaters, um aus seinem Mund zu hören, wie liebreizend sie war. Wunderschön. Die Schönste von allen. So wurde der Gang zum Spiegel zu ihrem täglichen Ritual. Jeden Tag befragte sie den Zauberspiegel, verzerrt und besessen von ihrer Eitelkeit und doch noch immer am Boden zerstört über den Tod ihres Gemahls. Sie missbrauchte die Anerkennung ihres Vaters, um ihre schlimmsten Albträume fernzuhalten, ihren Verlust und ihre Angst davon, zu altern und sich in die schreckliche, hässliche Frau zu verwandeln, von der ihr Vater sie überzeugt hatte, dass sie im tiefsten Innern war. Der Spiegel sagte der Königin stets die Wahrheit, dass sie die Schönste im ganzen Königreich war. Dann, wie aus dem Nichts, gab er der Königin eines Tages eine andere Antwort. »Berüchtigt ist eure Schönheit, meine Königin, doch ich erblicke noch ein anderes, liebliches Ding.« Eine rasende Wut erfasste die Königin. Sie war wie verwandelt. Noch nie hatte sie etwas Vergleichbares empfunden. Es war ein grauenhaftes, erschreckendes Gefühl und zur selben Zeit unglaublich berauschend. Sie hatte bisher nicht gewusst, dass eine solche Eifersucht überhaupt existierte oder dieses Gefühl einen solchen Zorn heraufbeschwören konnte, vielleicht sogar Hass. Und mit diesem Hass ging eine unbestreitbare Macht einher. »Wer? Wer ist es? Antworte, Sklave!« fauchte die Königin. »Trauer und Verlust, meine Königin, haben ihrer Schönheit noch nichts anhaben können. Ihr Gesicht ist unberührt vom Schicksal, sie ist nicht gezeichnet von Schmerz und Leid, wie ihr es so eindeutig seid. Diese Hofdame...« »Hofdame?« unterbrach ihn die Königin abrupt.
Ich kann nicht leugnen, dass ihr wunderschön seid, meine Königin, aber ich unterliege einem Eid. Ihr werdet von Verona noch übertroffen. Sie ist die einzige Frau im Königreich, die eure Schönheit in den Schatten stellt. Wie ich mich als kleines Mädchen nach deiner Liebe gesehnt habe. Wie anders mein Leben verlaufen wäre, wenn du mir auch nur ein kleines bisschen Anerkennung geschenkt hättest. Und jetzt nutzt du das aus, um einen Keil zwischen mich und die Frau zu treiben, die mir am meisten bedeutet, die einzige Familie, die mir noch geblieben ist. Nein, ich glaube dir nicht. Ich glaube nicht einmal, dass all das hier gerade wirklich geschieht. Ich muss träumen oder unter einem Bann stehen. Sicher werde ich aufwachen und feststellen, dass alles nur ein furchtbarer Traum war, ausgelöst durch mein Leiden und meine Trauer, schluchzte die Königin. Wäret ihr denn glücklicher ohne mich, meine Königin? Es war euer Ruf, der mich erst hergebracht hat. Aber wenn meine Anwesenheit euch Schmerz verursacht, will ich euch gerne verlassen, bis ihr wieder Gebrauch vom Spiegel macht, erwiderte der Sklave. Damit verschwand das Gesicht ihres Vaters. In diesem Moment betrat Verona das Zimmer, Schneechen an der Hand und strahlend vor Glück. Verona war so schön, so liebreizend. Zum ersten Mal in ihrem Leben hasste die Königin sie dafür. »Verzeiht die Störung, Eure Majestät«, sagte Verona, »aber der Empfang zu Ehren eurer einmonatigen Rückkehr an den Hof beginnt in Kürze. Wir dachten, wir begleiten euch hinunter in die große Halle, wo alle nur darauf warten, euch zu begrüßen.« »Ja, natürlich. Danke, Verona«, erwiderte die Königin, aber sie verspürte auf einmal nichts mehr von der Wärme schwesterlicher Liebe, die sie stets für Verona empfunden hatte. »Sollen wir dann aufbrechen?«, fragte Verona, die sich unter dem starren Blick der Königin sichtlich unbehaglich fühlte. »Nicht bevor ich meiner Tochter einen Kuss gegeben habe. Schneechen, wie geht es dir heute, du süßes kleines Ding?« »Ich freue mich, dich zu sehen, Mama. Als du krank warst, habe ich dich sehr vermisst. Ich bin froh, dass es dir jetzt schon so lange wieder gut geht.« »Ich habe dich auch vermisst, mein kleines Täubchen. Es tut mir leid, dass ich dich nicht so oft sehen konnte, wie ich gerne gewollt hätte, als ich nicht wohlauf war.« »Ich freue mich, dich jetzt wiederzusehen, Mama. Du siehst heute sehr hübsch aus und Verona auch. Findest du nicht auch, Mama?« »Ja, sie ist wirklich bezaubernd«, stimmte die Königin tonlos zu. »Also dann lass uns fortfahren und diesen Tag so feiern, wie er gedacht war.« Die drei Schönheiten begabten sich hinunter in die große Halle. Bildete die Königin es sich nur ein oder ruhten bei ihrer Ankunft tatsächlich viele Blicke auf Verona? Die Königin versuchte alles, was der Sklave über Verona gesagt hatte, aus ihren Gedanken zu verbannen. Aber sie konnte seinen Worten nicht entrinnen. Und als der Abend und die folgenden Tage vorüberzogen, blieb die Antwort des Sklaven stets dieselbe. Verona war die schönste von allen. Die Königin war hin und her gerissen zwischen ihrer Liebe zu der Frau, die für sie wie eine Schwester war, und der... War es ebenfalls Liebe zu ihrem Vater? Nein, es war etwas weit Schrecklicheres als Liebe. Seine Bestätigung war eine Besessenheit, eine Droge. Und Veronas bloße Anwesenheit am Hof verhinderte, dass die Königin die tägliche Anerkennung von ihrem Vater erhielt, die sie so dringend benötigte. Warum sollte sie sich überhaupt nach dieser Art Anerkennung von ihrem Vater sehnen? Was sagte es über seine Seele aus, wenn er sie erst durch einen Akt der puren Eifersucht wieder schön fände? Und was sagte es über ihre eigene Seele? Also redete die Königin sich ein, dass es nicht aus Eitelkeit geschah, als sie entschied, Verona mit einer diplomatischen Verhandlung zu betrauen und in ein benachbartes Königreich zu schicken. Nein, es war einfach unerlässlich, um sowohl den Seelenfrieden der Königin als auch die Freundschaft der beiden Frauen zu bewahren. Für Verona wurde es ein tränenreicher Abschied. Auch Schneechen konnte ihren Kummer nicht verbergen. Das Kind hatte bereits so viel verloren. Und jetzt verließ sie auch noch die Frau, die ihr nach ihrer Stiefmutter am nächsten stand. Die Königin aber blieb unnachgiebig, kalt und abweisend. Sobald Veronas Kutsche den Hof verlassen hatte, machte sie auf den Absatz kehrt und eilte in ihr Gemach, um zu dem Spiegel. Die Königin warf die Türe hinter sich ins Schloss und stürzte hinüber zum Spiegel. Ein furchtbarer Gedanke ließ sie innehalten. Was, wenn es nicht funktioniert hatte? Wenn Verona nur die erste einer langen Reihe von Frauen war, die allesamt schöner waren als sie? Schließlich nahm die Königin all ihren Mut zusammen und rief einmal mehr den Sklaven im Spiegel. Eine leise Stimme in ihrem Herzen hinterfragte ihre wahren Beweggründe.
Als die Flammen im Spiegel aufflackerten, hoffte ein winziger Teil von ihr, dass der Sklave nicht erscheinen würde. Sie wusste wirklich nicht, was ihre angespannten Nerven eher beruhigen würde, ihn zu sehen oder nicht. Das Gesicht des Sklaven tauchte aus dem Nebel auf. »Was wünscht ihr zu erfahren, meine Königin? Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« »Ihr, meine Königin, seid die Schönste von allen, da Veronas Schritte nicht mehr durch diese Flure hallen.« Die Königin spürte, wie sämtliche Anspannung aus ihrem Körper wich und ihre verkrampften Schultern vor Erleichterung herabsacken. Aber trotz allem empfand sie noch eine seltsame innere Unruhe. Was passierte hier gerade mit ihr? Wie konnte es sein, dass sie ihre eigene Schönheit über ihre liebste Gefährtin stellte? »Ich habe noch eine weitere Frage an dich, Sklave«, sagte sie. »Ich bin nur der Wahrheit verpflichtet, meine Königin. Vielleicht bin ich wirklich die Schönste im ganzen Land, aber wie kann ich jemals wieder glücklich werden? Glück ist Schönheit und Schönheit ist Glück. Schönheit erfreut das Herz und bereitet weder alt noch jung jemals Schmerz. Wie sehr ich mir wünsche, dass deine Worte wahr wären«, flüsterte die Königin.